Wir betrachten uns jetzt, wie die römische Gesellschaft aufgebaut ist, was da in Rom so kreucht und fleucht. Wenn wir uns zuerst mal hier einfach vorstellen, dass da ist die Gesamtmenge aller römischer Bürger. Das soll also der Populus Romanus sein, das römische Volk. Dann machen die Römer erstmal eine Unterscheidung, die ihnen wichtig ist. Sie unterscheiden nämlich in Adlige und Nicht-Adlige. Adlige Römer werden Patrizier genannt. Es gibt 100 patrizische Familien, die sich auf den Gründungsmythos zurückführen und daraus ihren Adel oder ihren Adelsstatus überhaupt begründen. Sie sagen nämlich, dass Romulus selbst, der Gründungsvater Roms, nachdem er die Stadt gegründet hat, 100 Menschen, 100 Männer zusammengesammelt hat, die ihm bei seinen Staatsgeschäften helfen sollten. Das heißt, die 100 fähigsten, klügsten Männer, die er nur finden konnte. Und die patrizischen Familien behaupten, dass sie sich eben auf diese 100 von Romulus selbst handverlesen ausgewählten Männer zurückführen. Alle Römer, die keine Patrizier sind, sind Plebejer. Und so ergeben Patrizier und Plebejer gemeinsam dann eben das römische Volk, den Populus Romanus. In unserer klassischen Zeit sind Patrizier und Plebejer rechtlich übrigens völlig gleichgestellt. Das heißt, es gibt keine Adelsprivilegien. Da ein Patrizier ganz grundsätzlich einem Plebejer gegenüber also keine Vorteile hat, sieht dieser Kreis auch so aus und nicht zum Beispiel so. So nicht. Die Patrizier stehen nämlich eben nicht alleine an der Spitze des Staates, sondern es gibt auch in der Oberschicht Plebejer, das heißt, in der Staatsspitze gibt es sowohl Adlige als auch Nicht-Adlige. Was es allerdings nicht gibt, sind Patrizier in der Unterschicht. Wenn wir aus unserem Kreis jetzt mal ein relativ ausgeklügeltes Diagramm entstehen lassen. Auf diesem Diagramm haben wir jetzt nicht nur Römer, sondern verschiedenste Menschen, die in Rom leben. Das heißt, nicht nur römische Bürger, die zum Populus Romanus gehören, sondern auch Menschen, die in Rom leben, aber keine römischen Bürger sind. Es ist natürlich unglaublich schwierig, eine Gesellschaftsstruktur korrekt als Schaubild darzustellen. Deswegen wird jeder solcher Versuch ein bisschen hinken, aber dieser hier ist doch relativ gut. Was die römische Oberschicht also ausmacht, ist, dass wir sowohl Patrizier als auch Plebejer in ihr finden, in der klassischen Zeit. Weil Patrizier und Plebejer in der klassischen Zeit eben rechtlich gleichgestellt sind. Die römische Oberschicht teilt sich generell in die politisch Tätigen und in die wirtschaftlich Tätigen. Es gibt in Rom nämlich die Vorstellung, dass Leute, die in der Politik sind, nicht auch noch ihre Finger in der Wirtschaft haben sollten. Das war ein schöner Gedanke, der in der Realität dann oft ausgehebelt wurde. Aber deswegen finden wir hier auf jeden Fall die Unterscheidung zwischen politisch Tätigen und wirtschaftlich Tätigen. Es gibt Familien in der römischen Oberschicht, die aus Familientradition auf der politisch tätigen Seite stehen und Familien, die einfach traditionell auf der wirtschaftlich tätigen Seite stehen. Und normalerweise blieb das dann eben auch über Generationen hinweg getrennt. Wer aus der wirtschaftlich tätigen Seite stammte und rüberwechseln wollte zu den Politikern, der wurde schief angeguckt. Das hat zum Beispiel Cicero getan. Eigentlich war man bei den Politikern nicht willkommen, wenn man nicht seit Generationen in dieses Lager gehörte. In der Wirtschaft tätige Oberschichtsrömer werden Equites genannt, was wörtlich übersetzt Ritter heißt. Da steckt nämlich das Pferd drin. Equus ist das Pferd, das heißt, es ist eigentlich ein Reiter.
Und wichtig ist, dass man sich da nichts Falsches drunter vorstellt. Also das sind nicht unbedingt Leute auf Pferden und das sind auch keine Menschen, die irgendwas gemein haben mit mittelalterlichen Rittern. Also die darf man sich auch nicht irgendwie in Ritterrüstungen vorstellen und mit Burgfräuleins und so weiter. Sondern das war einfach ursprünglich mal die Gruppe Leute, die reich genug war, um sich ein Pferd zu kaufen. Mal wieder eine alte Bezeichnung, die die traditionsversessenen Römer so haben stehen lassen. Auf der anderen Seite der Oberschicht haben wir eben die politisch Tätigen, die hier auseinandergefriemelt sind als Patres und Conscripti. Das ist hier auf diesem Schaubild so, weil die offizielle feierliche Anrede, wenn man vor den Senatoren spricht, die Anrede Patres Conscripti ist. Und es ist etwas schwer zu übersetzen, aber eigentlich ist das die Unterscheidung zwischen ihr patrizische Herren-Senatoren und ihr plebejische Herren-Senatoren. Deswegen kann man das so ein bisschen auseinanderfriemeln. Man sieht auf jeden Fall hier ganz deutlich, in der klassischen Zeit sitzen eben sowohl Patrizier als auch Plebejer im Senat. Die Plebejer haben politisch sogar einige Vorteile, das werden wir an anderer Stelle noch sehen. Und aus Prestigegründen sind die Patrizier hier einfach so ein bisschen hochgesetzt.